Leute, hier war gerade auf unserem Balkon eine Schlange hier hinter mir. Da ist die gewesen. Diesmal etwas kleiner wie die erste, die ich gesehen habe. Die erste war ungefähr 2 Meter groß. Und die war ungefähr die Hälfte, also ungefähr 1 Meter oder so. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Was machen wir heute? Wir gehen jetzt zum Frühstück und heute Nachmittag gehen wir zu Elefanten. Schade, die ist weg. Ich habe es auch nicht mehr erwischt. Schade. So, wir sind jetzt bei den Elefanten angekommen. Jetzt warten wir darauf, dass wir abgeholt werden und hingeführt werden. Es ist voll schön hier. Wow. Und ich habe schon wieder Kätzchen gefunden. Babys. Die sind hier einfach alle so lieb. Das juckt die einfach mal gar nicht. Wow, so beautiful. Ich spreche übrigens schon systematisch Englisch überall. Oh mein Gott. Weil... Überall wird hier Englisch gesprochen. Oh mein Gott, eine Kuh. Cool. Genau, überall wird hier Englisch gesprochen und man passt sich automatisch schon an. Und da oben sind Elefanten. Man spricht halt ja auch schon systematisch überall Englisch. Oh, Orchideen. Orchideen, Orchideen. Voll schön. Ich habe noch nie solche schönen Orchideen gesehen. Da oben ist ein Baby hier. Sieht man den? Auf geht's! Allein. Okay, so this one, okay. She's 8 years old. 8 years old, she named Farsai. Farsai, she's a girl, baby girl. So this is Asian or Indian elephant, like we call. You see, they are living with the Indian hands. One more. Jetzt gibt es Bananen. Thank you. Das Geld nimmt's auf. Wow. Foto, okay, bitte. Gib mir auch eine. Thank you. Thank you. Die Elefanten werden gerade auf den Ausflug vorbereitet, so wie es aussieht. Die haben gerade alle ein Bad bekommen. Thank you. Abkühlung. Wow, wie schön die sind. Wow. Beautiful.
I think he'll stay. Yeah, oh, that's the Sweden. Two? Yes. Ma, di là è un po' leggero. Oh my god, it's so smooth. Huh? No understand. Oh, no problem. Yeah, when Lord Anton, you know? Oh, chain for me, huh? Okay. Es ist so hoch. Thank you. Das ist wackelig. เดี๋ยวหน่อยคุณไม่ได้เอานั้นไปคลุมรถเพื่อนดีตาแกดูนี่ Where you from? From Germany. ฮะ Germany. เยอรมนี Oh my god หลังซ้ำหลังซ้ำหลังซ้ำหลังซ้ำ Borussia Dortmund No Not from Dortmund Oh Außerseite Hockenheim มีแต่คุณไปชั่วโมงตัวเดียวเองJetzt geht's in den Busch. Gott sei Dank habe ich Moskitospray drauf. Es wackelt schon ganz schön. Alle beisammen.Alle beisammen. All you can eat is good. Beyoncé, why? Not go dancing. 1 minute dancing. No problem. Das nehme ich mir wieder so schön. Das kann's wieder essen. Die will nicht. Der ist zu warm. Der großen Dame hier. Ich glaube, die ist schön.Du musst die gepiegen jetzt und das noch. Ja, da würden wir dann gar nicht mehr laufen. Kautschuk, Kautschuk! Yes. You know Kautschuk? Yes. Gummitray. Gummi. Like, what the stop to me, must stop to me. Oh my god, Beyoncé. Good break. Der ist lustig drauf. So ist ein Tee nach innen reingeschoben. Ja. Hey! Gibt immer mal eine Pause. Ja, na klar. Für den Elefant. Voll schön hier. Ja. Überall da fahren. Ich fühle mich wirklich wie im Urwald. Und wieder Stopp. Good break. Oh, slowly, slowly. Break! Oh, break! Oh, no break, no break. Oh my god! Oh, oh, also hier runterkullern möchte ich nicht. Aber schön, die Aussicht. Ja. Die Ohren. Also da möchte ich mein... Oh. Es gibt ja auch viele, die immer solche Reisen, so für sie so die ganze Welt bereisen. Und deswegen wird es auch da welche geben, die so immer so auch so Ein-Sterne-Hotels bewerten können. Weil ja. Es gibt da viele, die reisen dauernd. Und da werden sie wirklich mal hier günstige Angebote, die Flüge suchen. Und dann eben auch hier günstig durchs Land. Das geht ja alles. Ja. Ja. Und wenn es eben keine billige Wohnung ist oder so, oder schläfen wir zuneben in so einer Hütte ins Angebot. Mushroom.
You like mushroom? Yes. Oh, magic mushroom. Mushroom. Yeah. Malihona, Malihona. Hello, Sodika. You can like this. Yeah, one, two. Okay. Oh, good. So, von den Elefanten runter. Man glaubt gar nicht, wie anstrengend es ist, sich dort oben zu halten. Ich war dazu nass geschwitzt und bin auf diesen Sitzen hin und her gerutscht, wie sonst sowas. Und jetzt haben wir noch beschlossen, gehen wir noch zur Orchideenfarm. So. Hey, ist ja total meins. So, mal schauen. Alles Orchideen. Es ist der Wahnsinn. Wow, wie hübsch die sind. Guck mal, die Kleinen hier. Voll schön. Die Orchideen waren echt schön. Und jetzt sind wir hier die Straße vorgelaufen und hier ist ein Markt. Mal gucken, was wir hier noch so finden werden. Und dann müssen wir 3 Kilometer durch Phuket zurücklaufen. Ja, jetzt geht's auf den Markt. Baby! Hi! Wow! Fruit! Wahnsinn. 3 Kilometer können so lang sein. Ich bin so nass geschwitzt. Ich gehe jetzt kurz duschen und dann gehe ich runter an den Pool. Und ich habe unterwegs ja ein paar Aufnahmen mitnehmen können. Wir sind ja hier ein bisschen, wie kann man sagen, außerhalb abgelegen. Wenn wir hier auf die Straße gehen, das Resort verlassen, haben wir das Leben in Phuket, so wie es hier ist. Das finde ich schön, weil... zum Beispiel in Spanien war es so, du bist aus dem Hotel gegangen, hattest Schickimicki-Läden, Promenade, Essen, Trinken da und du hast halt die Kultur nicht kennenlernen können, was hier der Fall ist. Und deswegen finde ich das sehr interessant, also auch mal was anderes zu sehen als Promenade.
auch wenn manche Ecken dann dementsprechend nicht so schön sind. Es ist teilweise ein bisschen viel Müll, der rumliegt, das muss man leider sagen, aber es ist halt trotzdem irgendwie eine andere Kultur, welche sehr interessant ist. Also 3 Kilometer quer durch Phuket können lang werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Aktiviert das Glöckchen, abonniert den Kanal, dann sehen wir uns definitiv wieder. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!